Leute, heute gibt's endlich nochmal Burger. Das sind also meine Cheeseburger-Sliders und ich zeige euch, wie ich die Dinger gemacht habe. Ich habe mir erstmal eine große Gemüsezwiebel genommen, die habe ich in kleine Würfel geschnitten. Anschließend habe ich die zur Seite gepackt und mir dann 600 Gramm Hackfleisch genommen. Hier habe ich so eine kleine Form mit ein bisschen Backpapier ausgelegt und dann wird das Hackfleisch da reingedrückt. Gewürzt wird das Ganze mit dem Chop House Steak Rub von Pit Boss, Salz, Pfeffer, Garlic. Und hier ist schon mein riesen Slider-Patty. Jetzt kümmern wir uns um die Soße, dafür nehme ich ein bisschen Mayonnaise. In dem Fall habe ich hier 5 Löffel genommen, ein bisschen Sriracha oben drauf. Jetzt noch ein ganz klein bisschen granulierten Knoblauch, ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Jetzt nur noch ein bisschen Schnittlauch und einen kleinen Spritzer Öl und dann sind wir mit der Soße durch. Jetzt wird das Ganze gut gemixt, so aussieht und jetzt können wir weitermachen. Als allererstes röste ich die Zwiebeln auf meiner Pitboss Griddle an, bis sie eine schöne Farbe haben und zwar genau so. Die werden jetzt mit ein bisschen Blue Hawk Barbecue Soße noch so ein bisschen abgelöscht und dann vor sich hin brutzeln gelassen. Kann ich also zur Seite schieben, die sind soweit durch und jetzt kümmern wir uns um das Riesen-Patty. Bisschen Öl auf die Plansche. Hier ist das Ding aus meiner kleinen Form, was ich eben vorbereitet habe. Auf die andere Seite natürlich auch noch ein bisschen Chophouse-Gewürz. Hier haben wir meine Slider-Brötchen, ganz klein bisschen Olivenöl drauf. Und dann werden die angeröstet, bis sie so aussehen. Das Patty einmal gewendet, sehr, sehr geile Farbe. Hier haben wir meine angeknusperten Barbecue-Zwiebeln, die verteile ich großzügig. Als nächstes klatsche ich noch 6 Scheiben Cheddar, Schmelzkäse oben drauf. Die Unterseite von meinem Brötchen kommt was von der geilen selbstgemachten Soße. Jetzt wird schon belegt. Oben kommt natürlich auch noch was von der geilen Soße drauf und dann der Deckel, Freunde. Hier sind also meine Sliders, 9 Stück an der Zahl. Sliders, weil es zusammenhängende Brötchen sind, wird in Amerika super oft so gemacht. Ich finde, sie sehen sehr, sehr gierig aus und sie waren vor allen Dingen super lecker. Ich zeige euch mal ein Ding, so sehen sie aus. Also war reichlich Soße, reichlich Käse, kann ich jedem empfehlen. Jetzt ballert das Plus. Peace out.